Farbe, my friend! Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder mal mit Energy am Start, aber vom allerfeinsten. Freunde, wir haben unser Büro aufgeräumt. Guckt euch mal an. Sieht fast gut aus. Das ist übrigens von Peter, vom Crewzember. Peter, du bist an dieser Stelle aufgerufen, deinen Scheiß von mir abzuholen. Ich habe meine Tageslichtlampe wieder aufgestellt. Ihr seht schon, ich habe mein YouTuber-T-Shirt an, sprich, ich bin auf jeden Fall highly motivated. Ist hier eigentlich noch jemand am Start gerade? Alle in der Mittagspause, alles klar, entspannte Aktion. Wir haben geplant, auf jeden Fall zu diversen Trackdays zu gehen, einiges YouTuber-mäßig zu machen. Wir haben richtig Bock drauf. Habe ich auch schon im letzten Video angekündigt, aber heute mache ich noch einen ganz easy peasy Vlog. Ich habe ein paar Kommentare vom letzten Video vorbereitet, die ich jetzt hier ein bisschen durch den Vlog begleite, weil ich fand, da waren ein paar ganz interessante Sachen dabei. Ihr wisst ja, der Fitness Lifestyle ist am Start, er ist real. Die Leibniz Schoko-Dinger, Schoko-Maiswaffeln, Leibniz Kekse mit Schokoteig gebacken. Dann gibt es tatsächlich auch Früchte mit Schokolade drin, diese Knusper-Dinger da, dann auch noch Schokolade-Karamell-Müsli. Das ist auf jeden Fall mal mein Einkauf. Guten Morgen, meine Freunde. Guten Morgen, liebe Leute. Oh mein Gott, was ist das für eine behinderte Begrüßung? Ich zeige euch mein Outfit, ja. Da kommen natürlich die Ersten an, die sagen, ach du heilige Kotze, was ist denn das für eine Missgeburt? Alles klar, Digga, Weiber finden mein Apparat, Digga. Leute, ich habe mir heute übergeschwungen. Wieder die Air Force One High Top mit großen Nike-Socken, kurze Hose. Und heute einen meinen Lieblings-Sweater, und zwar ist es hier ein Acne Studio Sweater mit einem übernicen Schnitt, wie ich finde. Schallert mich auf jeden Fall um das Piece. Heute geht es ein bisschen darum, heute geht es eigentlich wieder um nichts. Gibt es eigentlich ein Video von mir, in dem es um was Sinnvolles geht? Nein, gibt es nicht, Freunde. Ich möchte heute auf ein paar Kommentare eingehen, die ich auch im letzten Video gelesen hatte. Und zwar schreibt jemand, mach mal einen Real Talk ohne Schnitt, würde gerne sehen, was zwischen den Cuts abläuft. Also ist es bei mir jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt so sage, Moment. Was wollte ich gerade nochmal sagen? Ich wollte mir überlegen, wie ich das Ganze so rüberbringe, dass die Antwort möglichst direkt kommt, ne? Was ich damit sagen möchte ist, es ist bei mir wirklich nicht so, dass zwischen den Cuts irgendwie eine kurze Pause kommt, wo ich die Kamera weglege, mir kurz was überlege oder so. Die Cuts sind wirklich nur so richtige, wenn ich so eine kurze Pause habe, in der ich rede und dann kurz überlegen muss, dann ist da, keine Ahnung, eine 2-Sekunden-Pause, die schneide ich einfach raus, damit das Ganze flüssiger wirkt, ja? Oder wenn ich einfach mal so 2-3 Infos gebt, die einfach Bullshit sind oder die einfach zu viel sind, oder wie Tim, der 10 Beispiele liefert, die man sich einfach nicht geben will, dann schneide ich ab. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal los ins Büro, liebe Freunde. G-Klasse ist an. Seitdem ich meiner Diät aufgehört habe und wirklich wieder richtig angefangen habe zu essen, mir geht's wirklich ganz anders. I can't go outside, cause I see Papa Roxy. Chill. Whole gang, lot of drugs. Wahrscheinlich ein Lot, oder? Also hier wird auf jeden Fall der Drogenkonsum verherrlicht von unserem guten Kollegen Lil Pump. Arschgeile Vorbildfunktion. Da hat mich ein neuer Kommentar erreicht, beziehungsweise da habe ich mir rausgesucht. Und zwar zu meinem letzten Video, wo ich darüber gesprochen habe, so Statussymbole, Uhren, bla bla, es juckt im Endeffekt keinen. Aber er meinte so, ja, aber die Gesellschaft gibt vor, was einen zu jucken hat, so mehr oder weniger. Und es sind auch Sachen, die du brauchst, um in der Gesellschaft anerkannt oder krasser anerkannt zu werden. Und genau das ist die falsche Denkweise. Wenn es irgendwas gibt in der Gesellschaft, wo einfach gesagt wird, hey, du musst das und das machen, damit du gesellschaftlich allgemein cool bist oder so. Was juckt mich die Scheiße, ja? Ich mache mein eigenes Ding. Ich finde, da muss man einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein rangehen. Dann wird man selber doch gar nicht zufrieden so. Wenn ich sage, ich feiere das, ich finde das geil, dann mache ich das, ja? Aber ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie gehört habe, dass es gesellschaftlich anerkannt ist und dass ich deswegen in der Gesellschaft einen höheren Rangwert habe oder irgend sowas. Das ist doch absoluter Bullshit, ja? Ja, leck mi doch am Arsch. Als nächsten Kommentar habe ich was rausgesucht, wo mich persönlich getroffen hat, ja? Wo mich persönlich zum Nachdenken angeregt hat und ich wusste einfach direkt, als ich den Kommentar gelesen habe, das ist was ich so der Community mitteilen muss, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Ich möchte euch den Kommentar kurz vorlesen, und zwar von Christian Küpper, und er hat einfach auch recht damit, was er sagt, ja? Du bist nicht reich und willst dann so reden. Pff. Und er hat damit recht. Hey Christian, der nimmt hier gerade einen Punkt auf, der absolut korrekt ist. Ich bin nicht reich und möchte so reden. Und er hat recht. Leute, wieso mache ich diese Videos überhaupt noch? Wieso rede ich überhaupt noch in meinen Videos? Ich verstehe es nicht. Das war's mit InScope Lifestyle. Ich bin nicht mal reich. Warum rede ich noch? Pff, haut rein. Wir sind im Office, liebe Freunde. Und ich muss wirklich sagen, ich habe einen stabilen Bratan getroffen. Aus Lochitin, man. Kannst du mich mal richtig aussprechen?
Also den Mois kann man nicht nachmachen. Grüße gehen raus an der Stelle an Mois. Er macht wirklich die beschissensten, homoerotischsten Videos, die ich in meinem Leben gesehen habe, ne? Leute, wir gehen jetzt ein bisschen durch die Stadt. Bester Vlog ever, Mann. Ohne Witz. Und wir tragen den nächsten Kommentar aus der Community an euch. Ein sehr ernst gemeinter Kommentar. Genau deswegen hast du auch ein schlechtes Abby. Weißt du, was ein Abby ist? Das ist echt peinlich, dass du nicht mal weißt, was ein Abby ist, Digga. Ohne hey, what the fuck? Tut mir leid, dir fehlt leider der Blick, tiefer in die Materie zu blicken. Ehrlich, fällt es dir nicht manchmal selbst auf? Ja, und man muss ganz klar sagen, der Kollege, der hier den Kommentar verfasst hat, hat absolut recht. Viele von euch da draußen wissen wahrscheinlich nicht mal, was ein Abby ist, ja? Daran merkt man einfach, dass ich auch in meinem letzten Video über diese ganzen Aussagen, die ich dort getroffen habe, dass man sich einfach mal Gedanken darüber machen muss, wie der Immobilienmarkt zurzeit läuft. Guck mal, ich habe in meinem letzten Video darüber geredet, viele große Unternehmer in der Immobilienbranche die Mittelschicht verdrängen, weil sie halt einfach Kapitalanlagen anstatt Wohnraum bauen, weißt du, was ich meine? Aber ich habe halt gesagt, die sollen diese Doku schauen. Und dann wurde halt einfach der Kommentar kurz dann verfasst. Danke dafür, oder? Ich laufe jetzt hier gerade mit Tim noch durch Stuttgart. Wir sind ein bisschen am Talken bezüglich... Ich sag das immer so. Schauen uns gerade auf jeden Fall diverse Sachen an, lassen uns ein bisschen inspirieren und gucken, auf was wir Lust haben, was wir machen wollen. Aber dass ihr mal so Bescheid wisst, ihr dürft euch auf jeden Fall auf eine nächste Kollektion gefasst machen. Lappen. It's rice. It's chicken mango time. Hier ist das Food, ja? Schmeckt übel krank. Wie schmeckt's? Schmeckt gestört gut, aber ist halt fettig. Es fuck. Nachdem wir das Essen runtergezogen haben, Tim, bekommt es auf jeden Fall übel gut. Ich hab eine Magen-Darm-Grippe und das ist keine so gute Idee. Also ich kotze gleich. Okay, perfekt. Wir filmen gleich Tim beim Kotzen. Du hast Markenklamotten, heftige Uhren und fährst ein AMG, aber wohnst immer noch zu Hause. Ist das nicht ein bisschen komisch? Willst du nicht mal bald in eine eigene Wohnung ziehen? Das ist ein guter Kommentar. Und es wird eigentlich schon mal langsam Zeit für mich auszuziehen, oder? Keine Ahnung, wenn du es willst, dann zieh aus, Digga. Keine Ahnung, was fragst du mich? Ich gehe mal davon aus, dass da demnächst was kommen wird, Freunde. Ich habe nämlich schon was in Aussicht. Mach dich keine Sorgen. Der Tim mit Magen-Darm hat gerade festgestellt, er wird wahrscheinlich... In einer halben Stunde geht es für ihn ab zum Kotzen. Wir haben gerade beschlossen, wie wir das Ganze vereiteln werden. Und zwar, der Tim fährt hier erstmal einen miesen Kickdown rein, und zwar doppelte Portion. Dann joggen wir ins Gym, ziehen dort eine fiese Leg-Bauch-Session. Davor noch eine Runde HIIT-Cardio. Und danach gehen wir in den Europapark und fahren 3 Runden Silverstar. Dann sollte es dir eigentlich besser gehen, Alter. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch kurz in den Fashion Store. Dann sehen wir uns gleich im Büro wieder. Ich habe nämlich als nächstes noch Alles gut bei dir. Ich habe als nächstes noch einen ziemlich interessanten Kommentar, auf den ich auch wirklich ein bisschen ernster eingehen will. Young Boy T, Alter. Young Boy Styler T, Alter. Heftiger Typ, Mann. Yeah. You're on the way to your next boxing fight. Oh, Dame Dog. Liebe Leute, hier wurde wieder Sünde begangen. Tim hat gerade 1900 Euro für ein paar Socken ausgegeben, ja. Hey, Bro, aber die sind von Balenciaga. Zack. Für das erste durch. Jetzt geht's wieder zurück an die Arbeit. Ich würde mal sagen, ich nutze die Gunst der Lage. Cooler Real Talk. Aber wo ich immer Zweifel habe, ist, wenn erfolgreiche Menschen sagen, schätzt, was ihr habt und gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Ich würde wirklich mal gerne wissen, wie zufrieden du warst, bevor es bei dir anfing, gut zu laufen und du Erfolg hattest. So wie du in dem Video schon gesagt hast, dass du mit deinem Kollegen auf andere geschaut hast, die schon gewisse materielle Dinge hatten, also Autos, Uhren, bla bla bla, würde ich mal vermuten, dass du auch nicht großartig geschätzt hast, was du hattest. Will dir aber nichts unterstellen. Ich für meinen Teil kann ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht mit dem zufrieden gebe, was ich habe, obwohl es mir wahrscheinlich besser geht als 80% der Weltbevölkerung. Ja, finde ich einen sehr guten Kommentar. Was ich damit sagen wollte im letzten Video, ich war zu diesem Zeitpunkt damals nicht zufrieden mit dem, was ich hatte, aber ich konnte jetzt dadurch, dass ich jetzt im Prinzip mehr habe als früher, konnte ich im Prinzip für mich so ein Fazit ziehen, dass diese materiellen Güter jetzt nicht dazu da sind, um einen wirklich glücklicher zu machen. Es ist bestimmt so, dass es in einer gewissen Art und Weise einen mehr Freude bringt und dass man sich darauf freut, in den Sportwagen zu steigen, wenn man da Bock drauf hat, keine Frage. Aber ich glaube, so wirklich menschlich gesehen glücklicher macht diese Sache nicht. Man soll auch mehr wollen, keine Frage, aber man sollte trotzdem probieren, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Aber hätte ich jemanden gehabt, dem ich zugeschaut hätte, dem ich zugehört hätte, und der hätte mir gesagt, dass es eigentlich gar nicht so viel krass ist, dass das Leben einfach immer noch so ist, wie es damals war, dann hätte ich die Sache vielleicht ein bisschen anders gesehen. Nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem geil, wenn man sich daraus seine Motivation schöpfen kann, um mehr daraus zu machen, um sich selber aufzubauen und so. Finde ich richtig geil. Ihr könnt gerne wieder Kommentare schreiben. Es freut mich immer wieder, so auch so ein bisschen eure Meinung zu den ganzen Themen zu lesen. In diesem Sinne, Freunde, würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt es enjoyed und macht es gut. Ciao, ciao.